Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich weiß es nicht. Nein, doch, ihr werdet es wahrscheinlich schon am Titel des Videos sehen. Ja, ich spiele Alien Isolation. Nein, ich spiele es nicht im Stream. Und ja, es ist quasi eine kleine Überraschung für euch. Es ist so ein bisschen so. Wie soll ich sagen? Es ist so ein bisschen so mein Geheimnis gewesen. Yeah. Jetzt werden viele denken, Alter, was erzählst du denn da? Ja, ich hatte so ein bisschen so die DLCs von Alien Isolation im Auge. Und da stichte mir. Eins stichte mir raus. Also es gibt ja schon, glaube ich, drei Stück, glaube ich, gibt es. Zwei hatte ich schon von vornherein auf Disc gehabt. Also auf der Spieldisc selber, wo Alien Isolation drauf ist. Und ein weiteres war jetzt in der Mache, ist jetzt raus. Und ja, das möchte ich euch zeigen. Das Ganze heißt Zuflucht-DLC. Das Zuflucht-DLC. Das zeige ich euch jetzt einmal. Und ich habe mich auch nicht vorgespoilert. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nur, dass es eine Überlebenskarte ist. Mit, ja, ich sag mal, neuen Funktionen. Ja, das, mehr möchte ich darüber nicht sagen. Und ich hatte auch die anderen DLCs, glaube ich, damals im Stream gezeigt, nachdem ich normal durchgespielt hatte. Habe ich dann, glaube ich, mal kurz reingeguckt, was Überlebensmodus ist und die anderen Sachen. Ich habe aber vor kurzem, ganz kurz, Alien Isolation einen Freund gezeigt und hatte auch ein DLC gefunden, was ich gar nicht kannte. Und zwar ist das die Vorgeschichte vom Hauptspiel. Das wusste ich gar nicht. Und das werde ich, glaube ich, irgendwann im Stream mal kurz zeigen. Das werde ich jetzt hier natürlich überspringen, weil ich natürlich euch ja den neuen Spielmodus vorstellen möchte und natürlich ja das Zufluchts-DLC. Also drücke ich jetzt erstmal auf Start. So, und dazu gehen wir natürlich in den Überlebensmodus. Natürlich. Und ich habe schon wieder viel zu viel gequasselt und man sieht, oh ja, der Keller. Oh, ich habe auch einen Keller. Genau, zwei, bla 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 bla. Das ist übrigens eine Karte aus dem Hauptspiel, was mit dabei war. Und man sieht schon, da haben schon einige ordentlich Punkte gemacht. Angeblich in 9000stel hat er ja angeblich das Spiel durchgespielt. Das will ich sehen. Ist ja auch egal, ich gucke da jetzt nicht großartig auf die Rangliste. Und das ist jetzt neu, das ist jetzt huge sein Zuflucht. Ja. Das ist, wie gesagt, die neue Überlebenskarte mit einem neuen Spielmodus. Ich kann ja mal kurz erläutern. Können Sie die Herausforderung überleben? Ich finde es gut, dass auch Sie auch groß geschrieben ist. Finde ich super. Können Sie die Herausforderung überleben? In jeder der 10 Wellen gibt es neue Aufgaben und Gegner. Spielen Sie gegen die Zeit, um Ihren Endstand in der Rangliste zu verbessern. Ziele: Überprüfen Sie das Terminal, um Ausgaben, ist auch geil, Aufgaben auszuwählen. Schließen Sie Aufgaben ab, um Belohnung zu. Um was? Belohnungen zu? Achso, um Belohnungen zu nutzen, die die Belohnungen, um zu überleben. Was? Schließen Sie Aufgaben ab, um Belohnungen zu. Ist ein Ziel. Das andere ist, nutzen Sie die Belohnungen, um zu überleben. Belohnungen. Wer kennt's nicht? Ich kenne auch Belohnungen. Ist ganz, ganz geil. Also Belohnungen, das muss ich machen. Ich drück mal auf X und so, huge. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Ausgerüstet mit Pumpgun, Bewegungsmelder, Bolzenschießer, Zugangsgenerator, Schneider, Leuchtfackel und Bauanleitung für EMP und Blendgranate. Und die Amanda? Sehen Sie sich um. Wir haben nur uns. Niemand wird kommen und uns retten. Wir sind auf uns allein gestellt. Ich finde super, dass bei Amanda natürlich genau das steht, was sie auch dabei hat. Finde ich super. Womit sie ausgerüstet ist. Sie ist nämlich anscheinend mit gar nichts ausgerüstet, so wie es aussieht. Sie läuft da wahrscheinlich auch vielleicht nackt rum. Wir wissen es nicht. Das war wieder sexistisch. Da werde ich wieder auf den Deckel kriegen. Ja. Ich werde mal, glaube ich, den Huges spielen. Den Huges. Und dann schauen wir mal, was da jetzt passiert. Vermeiden Sie Konflikte. Huch. Manche Türen wurden mit Sicherheitsstreben verstärkt. Entfernen Sie diese Magnetschlösser mit dem Wartungsheber. Ja, das kennen wir ja aus dem Hauptspiel. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, was da so auf uns zukommt, denn dieser neue Spielmodus soll echt
sehr, sehr geil sein. Sollte Fun machen, soll nicht sollte, sondern soll Fun machen, ist was anderes wie Überlebensmodus. Wir schauen mal. Ziel aktualisiert. Bleiben Sie am Leben, ist schon mal ein super Ziel. Überprüfen Sie das Terminal, um Aufgaben auszuwählen. Na, das klingt ja vielversprechend. Vielen Dank. Zeitlimit 2 Stunden? Alter, ich wollte nur mal kurz so wie ein Let's Test machen oder sowas. Ich habe gar keine Zeit für 2 Stunden. Oh, da schon mal. Kann ich da speichern? Was? Ich brauche 2500 Punkte, um zu speichern. Willst du mich ver... Ach, das ist... Ach, ich weiß, wie das ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja cool. Das ist ja richtig geil. Vielleicht zeige ich das auch nochmal im Stream. Ah, oh, das ist ja richtig geil. Das ist so ein bisschen wie... Wie soll ich sagen? So ein klein bisschen wie der Zombie-Modus bei... Ist so ein bisschen wie der Zombie-Modus bei Call of Duty Black Ops. Weil da konnte man auch, glaube ich, nicht speichern, aber so mit diesen Punkten und sowas, kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Wir schauen mal. Ich schaue mich erstmal so ein bisschen um, was wir hier so haben. Eine schicke Lobby haben sie hier gezimmert. Staff Assist Only. So, gehen wir in den Secondary Systems. So, das ist ein Server-Control-Raum. Da dürfen wir wahrscheinlich dann wählen, was wir für eine Aufgabe jetzt gleich machen am Terminal. Die Musik vermag schon einiges. Darf ich mich denn noch umsehen? Und wir wissen ja, bei Alien Isolation ist es der pure Stress und der pure Horror. Und deswegen freue ich mich darauf, euch mitnehmen zu dürfen auf ein Blind Let's Play quasi. Und wir schauen mal, was das Terminal uns sagt. Sevastolink. Aufgabe wählen. Bacchus Wohnungen oder Bacchus Wohnungen. Stufe 1. Aufgabe. Starten Sie den Generator neu. Belohnung. Komponenten. Oder Gemini... Sekundärsystem, Stufe 1. Aufgaben, starten Sie in Generator, neue Komponenten. Na toll, beides dasselbe. Hilfe, Readme-Text. Bei Bergungsherausforderungen erhalten Sie Aufgabe an dem Terminal im Schutzraum. Jeder der insgesamt 10 Aufgaben hat eine Belohnung und eine neue Stufe von Feinden. Ihr Ziel ist der Abschluss aller 10 Aufgaben mit nur einem Leben. Ach du Scheiße, sterben Sie, kehren Sie zum Anfang der Herausforderung zurück, falls Sie keinen Punkt zum Speichern ausgegeben haben. Ihre Belohnung erscheint nach Abschluss der aktuellen Aufgabe, wenn Sie zu dem Schutzraumterminal zurückkehren. Auf jeder Stufe können Sie zwischen 2 Aufgaben wählen und so entscheiden, was besser für Ihre Fähigkeiten und Ihre Ausrüstung passt oder welche Belohnung Sie lieber möchten. Für Ihr Überleben ist es wichtig, die richtige Aufgabe zur rechten Zeit zu wählen. Je schneller Sie eine Aufgabe erfüllen, umso mehr Punkte bekommen Sie. Im Schutzraum befindet sich ein Speicherpunkt, der zwischen den Stufen benutzt werden kann. So können Sie von der zuletzt gespeicherten Stufe neu starten, falls Sie sterben. Jedoch kostet Sie dies 2500 Punkte pro Speichern und hat Einfluss auf Ihren Endpunktestand. Sie können den Schutzraum jederzeit verlassen und die Bergungsherausforderung beenden. Ihre aktuelle Punktzahl wird zur Bestenliste gepostet. Ihre Gesamtzeit erscheint jedoch erst nach Abschluss aller 10 Aufgaben. Jetzt wissen wir also, was der neue Modus ist, wie der funktioniert. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit Bacchus oder Bacchus Wohnung. Also hier ist der Schutzraum, ja? Das heißt, darf ich auch nicht irgendwie vorher Waffen? Waffen? Wow. Ach, die habe ich schon vorher. Ja, Halleluja. Ich habe auch keinen Flammenwerfer. Ich will... Natürlich rot. Natürlich. Jetzt geht's los. Willst du mich verarschen? Wie war denn nochmal die Tasten?
So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wir müssen den Generator neu starten, war das, ne? Was erwartet uns denn hier? Erwartet uns hier das Alien oder sind da neue Gegner? Ich weiß... Oh, ein Sensor. Ach, da kriegt man Punkte für Sachen sammeln. Na, ja, das ist ja super. Das ist ja toll. Das ist... Ja. Ich gucke mich ja jetzt auch gerade so schön um. Das ist... Ich gehe ganz schön schnell voran, muss ich sagen. Guck mal, hier liegt nochmal was. Ein Schrott. Schrottteil. Alter, dieses... Oh Gott. Ich weiß gar nicht, warum ich die Idee hatte, das als Let's Play aufzunehmen. Ich sitze hier ganz alleine und scheiß mir, glaube ich, gleich in die Hose. Ich muss, glaube ich, gleich erstmal ein paar Unterhosen hier bereitlegen. Ich höre auch niemanden. Das macht mir so ein bisschen... Wieso kann ich die Jack Daniels Pulle nicht aufnehmen? Ich weiß, jetzt werden viele sagen, Alter, geh weiter, es geht auf Zeit, aber ich möchte trotzdem erstmal mich ein bisschen umsehen. Hey, Flammenwerferöl, also können wir doch den Flammenwerfer sammeln, oder wie? Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich denn auf 2500 Punkte kommen? Was war das? Diese Wand macht komische Geräusche. Ah, Moment, ich gehe trotzdem erstmal in den anderen Raum rein, weil vielleicht liegt da in dem großen Raum irgendwas drin. Ach, da unten rechts laufen auch die Punkte ab. Das sehe ich jetzt erstmal. Je schneller wir, natürlich kriegen wir mehr Punkte. Ja, da muss ich mich doch ein bisschen beeilen. Shit, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. So ein Mist aber auch. Es wurde ja gesagt, Gegner willen, ne? Und wo ist der Fuck-Generator? Da lag noch was. Strom wiederherstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert, wenn es abgelaufen ist, die Punkte. Ich mach's dann einfach nochmal, ist ja egal. Ich mach's nochmal, ist egal. Ich mach's nochmal, ist egal. Ich versuche gerade so ein bisschen meine Anspannung zu überspielen, ihr merkt's wahrscheinlich. Wie soll man denn hier... Alter, bitte, ich trau mich ja gar nicht zu rennen, weil ich aus dem... noch geschädigt bin aus dem Hauptspiel. Weil da man ja beigebracht bekommen hat, du darfst nicht rennen. Das heißt, ich verliere jetzt gleich wahrscheinlich alle meine Gegenstände, die ich gesammelt habe. Ist mir auch Latte. Wie soll ich mich denn hier zurechtfinden? Ich habe doch eh eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Und wo ist der... Was? Jetzt bin ich wieder hier? Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Tatsache, gibt's doch gar nicht. La, 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 la. Anscheinend ist keiner hier. Wahrscheinlich im Keller, wo ich den Generator starten muss, bestimmt. Vermute ich mal. Oh, da sitzt einer. Was ist denn? Run around Rex. Okay, kenne ich. Mache ich ein Let's Play demnächst davon. So, dann schauen wir mal, was passiert, wenn jetzt die Zeit abläuft. Ich glaube nämlich, dann wird es das Ende sein. Vermute ich mal, oder? Oder? Ah, okay, dann kriegt man die Bonuspunkte nur nicht. Gut, dann dachte ich schon. Gut, ist mir auch egal. Hauptsache, ich überlebe und sammle die Items ein. Kann ich irgendwas herstellen? Hey, ja, ich kann eine Blendgranate herstellen. Cool. Juhu. Blendgranate ist mir viel, viel wichtiger momentan. Kann das sein, dass das einfach nur der Vorraum jetzt gerade hier ist? Bevor das große Geplänkel losgeht? Und wir hier wirklich jetzt erstmal looten sollten und dann natürlich schnell, weil die Zeit lief oder beziehungsweise die Punkte laufen. Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Geht die Tür offen?
Okay. Tür ist auch zu. Wo muss ich denn hier ab? Ah, okay, es könnte vielleicht sein, dass ich die Schächte vielleicht noch übersehen habe. Dass vielleicht in den Schächten vielleicht irgendwas drin ist, wo ich hin muss. Ja, da steht auch nichts. Also wie gesagt, nicht wundern, es ist zwar eine Überlebensherausforderung, aber ich werde das ein bisschen als Let's Play spielen. Ja, und nicht hier... Huch. Und nicht hier voll durchrushen. Ja! Ich frage mich, wo finden wir denn den Generator? Na, schauen wir mal, vielleicht... Vielleicht finden wir den nochmal irgendwo. Müssen wir mal gucken. Dumm. Aber finde ich schön so. Sonnenmodus ist echt... Sonnenmodus ist echt auch sehr geil für die Let's Play Live Show vor allen Dingen. Weil das ist ja quasi so ein richtiger Überlebensmodus. Wo du Runde für Runde dann auch mal speichern musst. Also ihr könnt ja gerne mal unter diesem Video... Was? Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ihr könnt ja gerne mal unter dem Video schreiben, was ihr davon haltet, wie auch immer. Ob man das mal machen sollte. Ein Überlebensmodus-Stream davon. Nein, jetzt sagen wir nicht, hier ist der Generator und da passiert nichts. Ich soll einfach nur in diesen Raum den Generator einschalten. Ist das jetzt euer Ernst? Hätte ich auch voll rushen können eigentlich. Das hört sich ein bisschen komisch an, als ob einer die Tür aufmacht. Na, probieren wir das mal aus. Und drücken. Klick. Okay, ich glaube, jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt geht, glaube ich, erst der... Der pure Stress. Wir sollten so schnell wie möglich zurück zu unserem Schutzraum. Wir haben so viele Sachen gesammelt. Aber ich will noch das mit... Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Die Musik vermag nichts Gutes heißen. Oh mein Gott. 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 Und übrigens, ich komme gerade aus der Minecraft-Aufnahme-Session. Auch wegen selbe T-Shirt und so, ne? Falls euch fragt. Aber ich wollte es unbedingt ausprobieren, deswegen. Wir kommen niemals zurück zum Sicherheitsraum. Niemals. Alter, wir haben ja noch niemals einen Flammenwerfer. Wo kriegen wir die denn her? Bestimmt in anderen Räumen. Das ist so fies. Ich kann mich nicht wehren. Guck mal hier, Alien. Ich habe eine Leuchtfackel. Alter, wie kann man das denn bitte in 9000stel schaffen? Ich will hier gar nicht sein, bin ich ganz ehrlich jetzt gerade. Wir werden so sterben. Wir werden so sterben. Es steht da, das Alien. Ich gehe einen anderen Weg. 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 Ich gehe den anderen Weg. Das Alien kann mich mal. Das Alien kann mich mal. Huch. Das Alien kann mich mal. Das Alien kann mich mal. Ich bin mal gespannt, was für Gegnerwellen sonst noch kommen. Wenn es heißt Gegnerwellen, heißt es nachher, du hast da 15 Aliens rumlaufen oder was? Ich gehe einfach mal den ganz normalen Weg zurück. Vielleicht ist es ja sinnvoll oder besser.
Habe ich eigentlich den Motion Tracker? Ah ja, habe ich. Na, Halleluja. Oh oh, das ist im Schacht. Scheiße, das Kack-Alien ist im Schacht. Und das war, glaube ich, direkt hinter uns, wenn ich das... Scheiße, wo müssen wir hin? Da war die Bar, ne? Ich glaube, wir müssen hier lang. Oh ja, oh, komm, 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 komm. Oh! Jawohl. Jawohl. Und hier kann man dann sammeln. Sehr schön. Erstmal. Also speichern können wir nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil wir nicht genug Punkte haben. Aber ist geil. Gefällt mir sehr gut. Muss ich sagen. Also sehr, sehr geil. Sehr spannend vor allen Dingen auch. Weil jetzt müssen wir natürlich erstmal Punkte sammeln, um zu speichern. In der nächsten Runde. Und wir dürfen nicht sterben, weil dann verlieren wir nämlich alles. Und, ja, ich würde einfach mal sagen, in der nächsten Folge geht's weiter in eine von den Türen und ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben. Also, bis demnächst. Ciao.